Und dann die Frage, warum meckern die Nutzer immer? Vielleicht meckern sie auch gar nicht mehr, beschweren sich nur noch. Es gibt Eskalationen. Ja, aber es ist doch alles verfügbar. Und Performance stimmt doch auch. Ja, aber die meckern trotzdem. Nicht immer, natürlich. Und dahinter steht die ganz klare Frage, was ist Qualität aus Sicht des Endanwenders? Und wenn ich diese Frage stelle, ganz häufig, kommt immer als erstes Verfügbarkeit. Ja, okay. Setzen die Menschen aber heute voraus, wir leben in einer Always-on-Gesellschaft. Wenn ich mein Handy nehme, was ich jetzt hier gar nicht habe, gehe ich davon aus, dass das jetzt funktioniert. Dass mir wusst, was da im SLA vom Provider steht. Das heißt, es geht darum, Erwartungshaltung zu erfüllen. Und diese Erwartungshaltung kenne ich ja dadurch, dass ich meinen Kunden kenne, kenne ich dadurch, dass ich weiß, was ich in meinem Service reingeschrieben habe. Und diese Erwartungshaltung zu erfüllen, ist der entscheidende Punkt. Und da ist die Frage, wie schon erwähnt, was ist Qualität aus Sicht des Nutzers? Auch da wieder ein Beispiel. Kunde von mir ist ein Einzelhändler und da ging es um den Point of Sales, um die Kasse. Wir haben darüber gesprochen, was gehört denn alles dazu, wir haben uns die Architektur angeguckt und dann sind wir an den Punkt gekommen, dass ich gefragt habe, was ist denn Qualität? Und da kam die Antwort, naja, wie lange es dauert, bis das Beep vom Handscanner, also hier vom Etikett, auf der Kasse angezeigt wird, die tatsächlichen Daten. Okay, interessant, erzählt mal warum. Und da haben sie mir halt erzählt, naja, wenn das zu lange dauert, also wenn es Beep macht und dann 21, 22 dann erst da ist und die Leute haben so 5, 6, 7 Teile, dann dauert der Kassierprozess einfach zu lange. Und wenn der Kassierprozess zu lange dauert, wächst die Schlange an der Kasse. Und wenn die Schlange an der Kasse wächst, gibt es sogenannte Warenkorbabbrecher, die nicht warten wollen. Die dann die Ware, die sie eigentlich schon gekauft haben, mental, weil sie jetzt an der Kasse stehen, wieder hinlegen und gehen, weil sie einfach nicht so lange warten wollen. Dementsprechend war das am Point of Sales eins der wichtigsten Qualitätskriterien. Ja, aber das kann man doch gar nicht messen. Direkt vielleicht nicht. Und das ist dann wieder unsere Aufgabe, zu gucken, was zahlt denn auf dieses Qualitätskriterium ein? Und wie können wir das vielleicht irgendwie im übertragenen Sinne transitiv messbar gestalten? Und das ist Qualität aus Sicht des Endnutzers. Und darauf kommt es an. Weil das ist das, was ich am Ende haben möchte. Ich möchte zufriedene Nutzer, zufriedene Kunden haben. Und ich möchte natürlich auch eine zufriedene Serviceabteilung, eine zufriedene IT haben. Ich möchte ein komplett zufriedenes Unternehmen haben. Und das funktioniert nur, wenn wir alle auf der gleichen Ebene zusammenarbeiten.